Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Mad Max. In der letzten Folge hatten wir den Hund und den Buggy wiedergeholt. Und ja, wir müssen immer noch Karosserieteile finden. Das scheint hier sich durch das ganze Spiel durchzuziehen, so wie es ausschaut. Und sagen, gehen wir mal hoch. Mission beginnen. It's Adolf. Bet you need to keep her filled with a steady diet of primo ammunition, Naja, huh? ja, Oh, viel I Munition remember. brauche Keep ich. talking. There's something brewing out there. War boys from Gastown are tightening the noose fierce-like. Here the leader Scrotus got his gumball sawed up by some wild dudes. Ja. This land is about to be scorched by Gastown wrath. Our weapons won't do. Bessere I Waffen. need powder. Black, deadly, and smoky. And that's where I come in, huh? Listen! One of my people was taken by thrall rustlers sometime past. He sprang himself back here, told me a prisoner there knows the recipe for black powder. You go get me this prisoner, alive and Okay, Gefangene befreien. And he tells me the specs for cooking up the powder. And you're set for ammo for life. Hört sich gut an. Cheat will einen Gefangenen aus den Fängen einer Gruppe sklaventreibender Roadkills befreien, der sich mit der Herstellung von Schießpulver auskennt. Finde die Höhle, in die sie sich verstecken, und befreie den Gefangenen. Okay, ein Waffenkammerbauplan. Okay. Das. There. Mark their hideout for you. Okay, ich denke mal, da werden wir ja wahrscheinlich hinfahren, ne? Schauen wir mal. Wasser haben wir auch noch ein bisschen. Na, und los geht's wieder. If the threat of Lord Scrotus is lessened, it will mean great tidings for us. That wreckage lies in a shallow grave. Give me some bliss. Vergrabenes Wrack. Keep an eye on the car. Certainly, yes. You know I would never leave her side. Ach so, da müssen wir vielleicht mit der Harpune das erstmal rausziehen, hm? Okay, schon wieder ein Stufenaufstieg, sehr gut. Jede Menge Schrott. Da kann man bald schon wieder was im Auto upgraden. Das wäre natürlich gut. Ja, na gut, war jetzt nicht so viel, aber es läppert sich. Dafür, dass das hier so rumliegt und man eigentlich nicht wirklich was machen muss, ist okay. Ach, die wollen Wasser, ne? Naja, komm, sind wir mal nicht so. Wasser in der Feldflasche reicht nicht. Ja, reicht nicht, dann trink halt einen Schluck. Ja, dann tut's mir leid, dann gibt's halt nix. Das Wasser reicht nicht. Du müsst halt weiterlaufen, weil ich glaube, in die Richtung ist auch nix. Tut mir leid. Da ist auch noch so eine Vogelscheuche oder was. Da fahren wir jetzt auch gleich mal hin. Oh. Auf euch habe ich jetzt keinen Bock. Watch out! We're in his line of fire! Okay, wie komme ich da hoch?
So, Schusslinie, aber nee, jetzt schaue ich erstmal. Wie war das hier? Tab. Wo ist der Sniper? Da. Ödland-Sniper. Ah, okay, und der geht hier praktisch rüber. Jetzt schauen wir mal, vielleicht lassen wir den erstmal hier ein bisschen, weil der nervt jedes Mal, wenn wir hier rumfahren. Ich wollte jetzt eigentlich... Hat es den Weg gar nicht... Doch, eigentlich schon, ne? Oder drüben ist anscheinend... Fahren wir mal hier runter. Okay, verstehe. Be vigilant for the boom boom fields in this region. So, wie war das jetzt? Mit 1? Was ist da drüben? Ach, da ist ein Minenfeld, okay. Der Sniper ist aber nicht hier. Gott, der kann aber richtig weit. Ich weiß nicht, wo der ist. Balfire is still standing. Yes. Huh? But not for long though. Unless we keep besting the war boys around there. Theoretisch würde ich sagen, genau da. Es gibt sich der sieht mich, aber ich sehe ihn nicht. Ich hab's euch ja angeboten. Wir müssen irgendwie näher ran. Der Sniper muss weg. Achso, Moment. Habe ich eigentlich genug? Ja, das ist toll. Ich habe ja gar keine Munition mehr. Ja, dann bringt uns das natürlich hier nicht weiter. Dann fahren wir mal dahinter. Machen wir die Vogelscheuche mal weg. It is my sacred place. Ja, schon recht, bin ja schon wieder da. Da kriegen wir was, vielleicht ist ja da auch Wasser. We
should step these treacherous grounds very careful like. Wobei mich würde mal, mich würde mal richtig interessieren, wo die. Wo man die Munition für das Scharfschützengewehr bekommt, weil das ist ja irgendwie eher die Munition hier für die Schrotflinte, denke ich. Ah, okay, das ist wieder ein historisches Relikt. Ja, ne, komm, das machen wir jetzt hier. Denkst du, das ist eklig? Kumpel, die Leute werden alle möglichen Krabbelfiecher essen, wenn wir in Zukunft keine Ressourcen mehr haben. Ich rede über Kakerlaken, Larven, was auch immer. Außerdem sind sie recht gut, sobald man über das Aussehen hinweg ist. Monty. Ja. Okay, gut. Gibt's da noch was? Nee. Drei? Okay, ah, okay. Jetzt haben wir irgendwie drei Relikte. Und wieder ein Erfolg. So, was haben wir hier? Da ist noch der Dings. Ölpumpenlager. Das wäre natürlich jetzt eigentlich auch ganz cool. Komm, da fahren wir mal hin. Longshot, stalk this region, Saint. Be on guard. Der kommt dann rein? Das ist ja, tut mir leid, weil war anders geplant. Ich wollte eigentlich nur. Schön davor gesprungen. Ja, lässt du halt die Karre jetzt mal. Bye bye. Genau, dann kann der. Unser Mechaniker schön erstmal wieder ein bisschen aufräumen. Das würde mich jetzt mal interessieren, brennt man da dann? Und dann irgendwie? Nee, ich juck den gar nicht. Ah, okay, sehr gut. Schon fertig. Gut. So. Dann machen wir vielleicht jetzt lieber mal dieses Lager. Weil vielleicht ist es ja dann wirklich. Dass die uns da auch dann Schrott hinliefern, wenn wir das. Und das wäre ja nicht verkehrt. Anscheinend hier noch nicht vorbei, oder?
Oh, nee. Ja, genau im richtigen Moment hier mit der Wut. Naja. Oh, das Ding ist natürlich auch nett. Das hätte ich ja auch jetzt gerne im Kampf eigentlich aufgehoben, aber es hat irgendwie nicht hingehauen. Okay, jetzt trinken wir erstmal was. Oh, oh, das sind auf jeden Fall noch welche. So, machen wir die Flasche mal. Voll. Das war jetzt, glaube ich, nicht ganz voll, ne, das Ding. Nee. Also es wird anscheinend schon weniger. So ganz locker die Flasche voll, haut dann schon nicht mehr hin. So, jetzt schauen wir erstmal hier. Ist doch bestimmt auch noch was. Genau. Achso, ne, das ist jetzt hier nur ein... Ja, dann nehmen wir schon das wieder. Oh ja. Eins von drei. So, dann schauen wir mal. Da sind auch noch Schrottteile, das ist gut. Ich glaube, da haben wir jetzt dann wirklich... Können wir gleich mal, vielleicht mal kurz gucken. Werkstatt. Ah, ich glaube, 300 haben wir immer gebraucht, ne? Also, sind wir auf einem guten Weg. So, da ist doch bestimmt auch irgendwas. Ach, da drüben. Hm. Ah, ja, okay. Nicht so, sondern so. Hm. Das haut doch nicht so gut hin. Kann der irgendwie vielleicht höher hüpfen? Wie das soll. Aber das ist bestimmt, hier sollen wir dann praktisch runter, glaube ich. Ne? Beim letzten Mal waren wir da auch irgendwie so komisch. Und dann sind wir nicht mehr runtergekommen. Nicht hochgekommen. Ich denke mal, das ist. Man muss hier eigentlich rüberspringen und dann, damit man drüben runterkommt. Ich glaube, da oben geht es auch eigentlich weiter. Üben wir jetzt mal. Das werden wir sicherlich noch häufiger brauchen, dass man da irgendwie genau springt. Na? Ach komm, das hat doch fast geklappt. Ich glaube, ich muss auch hier die Tastenbelegung wirklich ändern. Das ist irgendwie komisch hier mit dem Rennen und Springen. Na komm. Okay. Ah ja, okay, schon wieder 20 Schrott. Das gibt's doch nicht. Muss man vielleicht doch da irgendwie... Kommt man da... Stimmen wieder nicht hoch. Sieht zwar fast so aus, als käme er hoch, aber irgendwie. Ja, dann oh, ne, okay, also von den Flammen. Hm, vielleicht doch nicht gut. So. Er stellt sich schon echt ein bisschen an. Aber das muss gehen. Sonst wäre hier nicht die Leiter hier hoch. Das ist schon so vorgesehen, dass man hier rüber springt. Dass man dann vielleicht noch irgendwie in der Luft nochmal die Rolle machen. Geht das, dass man in der Luft... Ach komm, ja, jetzt habe ich keine Lust mehr.
Machen wir hier mal weiter. Zur Not kommen wir halt hier nochmal zurück. Wenn ich rausgefunden habe, wie man das macht. Da ist auch noch was, sehr schön. 2 von 7. Na ja, gut, das wird halt wieder nicht hinhauen, weil da oben das. Naja. Mit dem. Ah, okay, jetzt ist es schon wieder weg. Na, jetzt wird es aber gerade ein bisschen. Ein bisschen viele. Ja, wie sind schon wieder draußen? Sollen das? Nee. Dann machen wir hier schon weiter. Geht es dann wieder von vorne los? Nee. So, aber das kann man natürlich gucken. Okay. Fühlt sich nicht wieder auf. Das ist der Trommler da oben, deswegen. Ja, ist schon sehr cool. Aber ich will jetzt eigentlich hier das Ding. Warte mal schauen. Da ist noch eine Tür. Da ist ein Fässer, da kann man was mitnehmen. 5 Schrott da drin, genau. Ist doch. Okay, Benzinkanister, die sind jetzt nicht so spannend. Außer man muss natürlich was sprengen. Das kann natürlich sein, dass man hier irgendwas aufsprengen muss. Hier zum Beispiel. Ja, genau, dachte ich mir doch. Ja, so ein Zufall und dann liegen in der anderen Ecke die Kanister. Das ist ja praktisch. Jetzt probieren wir das mal mit dem Anzünden und werfen. Okay, geht auch. Ja, prima. So. Das Husten war jetzt übrigens nicht ich. Mal kurz gucken. So, aber da gehen wir jetzt natürlich schon noch rein. Da ist eigentlich bestimmt irgendwas Schönes drin. Hm, okay, hier hängt irgendwas in der Luft. Okay, also wenn der hier im Rage-Mode ist, dann macht er auch ganz andere Attacken. Halten, zerbrechen. Da hinten geht es auch irgendwie weiter. Na gut, dann machen wir das mal. Ah, okay, und da ist die Pumpe anscheinend auch irgendwie da.
Benötigt Explosion. Okay, das heißt, ich kann jetzt eigentlich schon wieder zurück und auf jeden Fall so einen Kanister nochmal holen. Mal kurz gucken. Verzeiht euch. Ich glaube, das Gefühl, es wird auch wieder eine längere Folge. Da ist eine Leiter. Da kommen wir dann erstmal runter. Okay. Da wäre auch noch einer gewesen. Da geht es auch noch hinter. Da schauen wir gleich mal. Aber jetzt machen wir erstmal die Ölpumpe kaputt. So. Bam! Jawohl! Ich frage mich allerdings echt, warum der die alle kaputt macht. Es ist echt... Ja, genau. Schrottlieferungen. Das ist natürlich gut, aber so das Öl, das wäre doch auch nicht schlecht. Achso, das war's schon da hinten. Ist da noch was? Da ist noch ein Kanister, den brauchen wir nicht. Dann gehen wir mal wieder hoch. So. Oh, da hinten ist so ein Abzeichen wieder, das ist gut. Kamerad. Aber ganz nett eigentlich hier so die Aussicht. Die Gitter stören ein bisschen vielleicht, aber. Ne. So, kommen wir da runter. So, ich denke, hier sind wir soweit durch. Schrott haben wir noch nicht alles. Schauen wir mal. Aber ich glaube, da oben ging es ja auch irgendwie noch weiter, ne? Da können wir auf jeden Fall noch ein bisschen was finden. Oh, was zu essen, das ist nicht verkehrt. Auch wenn ich ziemlich satt bin. Ja, werf's halt nicht immer weg. Da war noch was drinnen. Ich könnte es doch mitnehmen. Allen Scheiß nimm damit, aber zu essen, oh nö, ich bin satt. Bestimmt morgen auch noch. Ich lasse das mal lieber hier. So, ui. Ja. Komm. Und 3 von 3. Ja, prima. Und dann können wir hier wieder runter. Ah! Kommen wir hier vielleicht dann. Oh ja, sehr gut. Da ist auch noch ein Portal. Ölbrunnen. 1 von 2, das ist gut. Ölbrunnen hört sich gut an. Da brauchen wir nur noch einen zweiten, also. Da oben ist auch einer. Haben wir den vorhin... Hä? Ah, der ist jetzt neu. Der war vorhin da noch nicht. Auf jeden Fall. Ach so, ach klar, weil das Lager jetzt mir gehört und dann reparieren die das dann praktisch. Okay, sehr gut. Also das heißt für mich, ich werde jetzt auch nicht mehr groß rumprobieren, da rumzuspringen. Anscheinend gibt es dann doch irgendwie immer einen Weg. Vielleicht meistens so auf dem Rückweg oder so, wo man dann da hinkommt. So, aber wenn hier schon ein Kanister liegt, dann nehmen wir den mal mit. Ach, die Kap... Das könnte man natürlich auch mal machen. Aber jetzt tanken wir erstmal. Schauen. Bisschen was geht ja vielleicht.
Oh, ja. Naja, gut. They won't see me coming in this. Not right away. Bring dieses Fahrzeug zu einer Festung, um einem Fahrzeug hinzuzufügen, was Schrott. Eine große Schrottbelohnung freizuschalten. Komm, das machen wir jetzt mal. Eine große Schrottbelohnung. Wir sind auch noch nicht so weit weg von Cheats Festung. Ja, genau. Wir sind gleich in die Ecke. Probieren wir das aus. Beim letzten Mal oder beim vorletzten, in der vorletzten Folge hatten wir das ja auch schon mal probiert. Da war die Festung aber noch nicht ja, freigeschaltet oder nicht unsere. Deswegen hat das dann wahrscheinlich auch nicht geklappt. Vielleicht klappt es ja heute. Okay, Schrott abgeliefert. Okay. Habe ich das jetzt richtig gesehen? Ich habe 827. Oh, das lohnt sich ja richtig. Das ist ja cool. Das ist ja richtig gut. Dann schauen wir doch gleich mal beim Motor, ob da was geht. Oh, klar, hier 20%. Was kostet das? Das kostet nur 100. Ja, das machen wir natürlich gleich. Kann man das auch? Ja, komm. Das ist auf jeden Fall cool. Auspuff. Reifen. Okay, Haftung um 5%. Ja, komm, was sonst? Karosserie, na, das interessiert mich jetzt nicht. Okay, bin mal gespannt. Ob man da jetzt schon was merkt, das müsste ja eigentlich schon ein bisschen. Okay, neuer. Okay. Dann schauen wir mal. Ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir ja, uns entweder um den Sniper kümmern, damit wir mal gucken, wie man nochmal an Munition für die Rifle rankommt. Und hier das Gebiet erstmal noch so ein bisschen entdecken, bevor wir mit der Hauptmission weitermachen. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. Vielleicht findet man noch ein Auto, was wir abliefern können oder so. Oder noch so eine, ja, hier ist noch ein Ölpumpenlager, dass da so ein bisschen Material erstmal reinkommt. Das wäre, glaube ich, nicht verkehrt. Okay, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und dann sehen wir uns vielleicht ja morgen wieder. Bis dann. Servus.